Willkommen zu einem wahrscheinlich mal wieder weniger erfolgreichen Part hier bei Tekken Tag Tournament. Denn heute müssen wir wieder mit dem Tier spielen. Erstmal der Ogre, der ist okay. Ja, und dann Roger oder Alex. Roger, okay. Dreieck ist auf jeden Fall Roger. Gut. Dann spielen wir jetzt mit Roger. Ich verkneife mir jetzt jegliches Wortspiel. Denn das würde es auf keinen Fall. Nee, also wirklich. Ich werde wahrscheinlich richtig hart abkacken mit den beiden. Auf der anderen Seite. Ogre ist auch nicht der Schlechteste. Ich kann zwar nicht mit ihm kämpfen, aber an sich ist er nicht der Schlechteste. Kann schon ordentlich reinpfeffern. So ein bisschen wie Devil halt. Ich denke, wir werden es doch gar nicht mal so schwer mit dem haben. Allerdings müssen wir auch trotzdem nochmal dann mit Roger spielen. Und auch nochmal mit Alex später. Mal schauen, wie das hier so läuft. Wir werden auf jeden Fall in diesem Part noch mit Unknown spielen zum ersten Mal. Überhaupt, ne? Unknown kommt ja zum ersten Mal in der Reihe vor. Oder? Wie waren das in Tekken 2 noch gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, aber auf jeden Fall spielen wir dann mit ihr. Und die Story wird es dann von ihr wahrscheinlich im nächsten Part geben. Dann werde ich dann mit Unknown und ja, mal schauen spielen. Ich weiß noch nicht mit wem dann. Wir müssen ja auf jeden Fall noch mit Kuma durchspielen. Mit Ling Xiaoyu 2. Tetsujin müssen wir ja tatsächlich nicht nochmal separat machen. Aus welchen Gründen auch immer. Und den Tiger brauchen wir halt nochmal. Eieieiei. Ja, insofern. Lassen wir uns überraschen. Wie das hier so wird. Die ersten drei Stages gingen auf jeden Fall komplett glatt. In den letzten beiden Stages konnte ich so gar nicht mal wechseln. Ich hatte noch nicht mal eine Minute gebraucht bisher, um in Stage 4 zu kommen. Gönnt euch das, ja? Und ich habe auch noch nicht einmal gewechselt. Was auch nur positiv ist, weil sonst hätte es Ewigkeiten länger gedauert. Weil ich mit Roger einfach nicht gut bin und mit Alex, mit den beiden. Aber Ogre, stabiler Allrounder, würde ich sagen, hä? Absolut stabiler Allrounder. Okay, das war jetzt schlecht. Aber auch das ist schon wieder durch. Sehr schön. Der gefällt mir. Der gefällt mir sehr gut. Vier Stages innerhalb von einer Minute. Kann so weitergehen. Wird's nicht, aber kann. Wär wunderschön. Ja, des Weiteren habe ich jetzt gestern, nee, vorgestern war das, einen Spyro-Trailer gebastelt, also den ganzen Abend lang, tatsächlich, und ich habe ihn fertiggestellt. Es ist nichts Besonderes, wenn man daran denkt, was ich so bei Crash alles für Trailer gemacht habe und sowas, aber das liegt halt daran, dass ich halt mit Spyro keine Erfahrung habe, beziehungsweise es auch tatsächlich nicht unbedingt haben will. Also ich will keine Erfahrung haben, ich will mich an nicht mehr viel erinnern können aus den Teilen, die ich dann replayen werde, weil ich die gerne half-blind wieder let's playen würde, wie eben auch damals, so. Dass ich das Half-Blind replaye, ohne nochmal viel Ahnung von dem Spiel zu haben. Das macht am meisten Spaß. Das Spiel nochmal ganz neu zu erleben quasi. Und ja, das spiegelt der Trailer auch so ein bisschen wieder, glaube ich. Auf jeden Fall werde ich das wahrscheinlich jetzt schon am Wochenende anfangen, weil ich einfach so viel Bock drauf habe. Es ist gerade mal der 15. heute. Also, ja. Dauert noch einen halben Monat, bis das Replay dann offiziell starten wird, aber ich habe einfach so viel Bock. Ich denke, ich werde euch auch jetzt in den kommenden Tagen den Trailer präsentieren, auch wenn der theoretisch Spoiler enthält. Aber ganz ehrlich, der ist jetzt nicht so krass und das war ein lustiger KO. Kann man mal machen. Ja, der enthält ja theoretisch Spoiler, weil ich da sage hier von wegen, hey, Spyro Shadow Legacy, ne, da habe ich das fehlende Ei nicht gefunden, weil es keins mehr gefehlt hat. Aber ganz ehrlich, das ist scheißegal. Ich werde ihn trotzdem schon veröffentlichen. Weil das ist uns ein bisschen blöd, wenn ich dann sage, ja hier, ich habe keine Ahnung, jetzt gerade Spyro Shadow Legacy beendet, sagt er am Ende auch noch von wegen, hey, ich werde jetzt direkt mit den zwei Replays anfangen, ab dem ersten. Und veröffentliche dann den Trailer einen Tag, bevor das Replay auch losgeht, das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Übrigens wäre es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt abkratze, weil ich nicht wechsle, deswegen tue ich das mal. Ah, der Roger ist doch gar nicht mal so kacke. Also als Auswechselspieler ist er hier schon. Hat doch was drauf. Okay, komm. Mach mal hier einen auf King. Na, schade. Er hat aber nicht so King-like. Nein, ja, ja, ja. Komm, der Kartoffelsack ist gleich tot. KO. Oh, shit, 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 wechsel. Bitte! Weil er mich mit seinem Quadratlatschen runterdrückt, ist klar. Ja, wenn er wenigstens welche anhätte. Ja, nur so Eierkartons. Der Sack. Ach, Mann. Es lief aber auch zu gut, ne? Ja, es lief zu gut. So, komm, gib mir den alten Sack. Da. Zack. Ja, genau. Leck. Na, hallo!
stimmt denn mit dir nicht? Du alter Sack. So. So machen krasse Tempellegenden das hier. 3:11. Na gut. Trotzdem noch eine souveräne Zeit, ne? Das war ein super Anfang. Kann ich mir dadurch nicht unbedingt krass versauen. Also ich hätte echt gedacht, dass ich für den Run ewig brauche. Und das war einfach einer meiner schnellsten Runs bisher. Zumindest bis hierhin, bis Unknown. Also bis Hayashi und Jin auf jeden Fall, aber auch sogar bis Unknown, glaube ich. Einer der schnellsten Runs überhaupt im Tekken-Tournament bisher. Kann natürlich noch besser werden, aber ich habe jetzt eigentlich nur noch blöde Charaktere vor mir. Und die beiden würde ich eigentlich auch dazu zählen, aber Ogre ist doch tatsächlich powerful. Was ich erwartet habe, dass ich so gut mit dem durchkomme. Ich will nicht sagen, dass ich so gut mit dem umgehen kann, weil das kann ich auch nicht, aber es funktioniert halt einfach. Ah, das war gut und wichtig. Hätte aber ein bisschen mehr abziehen können, meiner Meinung nach. Gut, ich bin auch gut ausgewichen. Ich hab doch... Ich hab eigentlich rechtzeitig geschlagen. Warum? Na gut. Lief halt so gut bisher. Ist okay. Und gleich spiele ich auch mit dir, dann kann ich mich rächen oder sowas. Ja, reicht mit deiner übelst krassen Combo. Ja, du musst sie nicht nochmal machen, ist okay. Ich hab's begriffen, dass du gerne Sachen aneinander reißt. Ist okay. Ich reihe dich gerne in meine Liste der KOs ein oder so. Ich weiß nicht. Was ist eigentlich im Hintergrund für ein... Ist das Feuer? Ich glaube, es war Feuer da, ne? Ja, er hat's gedacht, ist klar. Ja, und wow. Ich lasse mich auch noch richtig ficken. So. Nein! Alter! Ich will auch einfach nach links. Ich mag's nicht, rechts zu kämpfen. Im lokalen Multiplayer, okay. Aber... mein Gott, nein! Also eigentlich auch da nicht okay, aber... Wenn ich jetzt gegen irgendwen spiele, der einen Tekken gespielt hat, dann lasse ich den auch gerne, sage ich mal, links spielen. Aber so an sich. Links ist richtig. Also zumindest im Spiel hier. Es fühlt sich einfach besser an, von links zu kämpfen. Meine Fresse! Ey, das gibt's doch nicht! Wieso fickst du mich so hart? Ey, jetzt reicht's ja aber mal! Ich bin ein verficktes boxendes Känguru. Was hast du eigentlich gegen mich auszurichten? Du komisches Etwas. Ja, ich schlag tausendmal zu mit meinen fetten Boxhandschuhen. Die tritt einmal zu und ich bin tot oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ehrlich. Da ist doch irgendwas komplett falsch. Das soll so nicht sein. Ja. Hau ab, du dummes Stück Scheiße. Noch Roger. Ehrlich. Ja, das wäre jetzt gut. Ja, das war sehr gut sogar. Ja, das muss jetzt was werden. Wenn das jetzt nichts wird, bist du echt scheiße. SL. Ja komm, Eddie Gordo hier. Du musst keinen hier auf Capoeira machen. Unknown, echt nicht. Alter, nein. Komm, stirb doch. Ja komm. Den Rest machen wir mit Ogre. Ist mir zu blöd. Erstmal, Roger ist mir zu blöd und es ist immer zu blöd, dass du das gerade alles kontert. So, ganz billig, ne? Klappt leider nicht. Komm, mach doch, Junge, mach doch. Alter, wie viel hat er mir jetzt bitte abgezogen damit? So! Dumme Fotze. Kann doch nicht wahr sein. Ach, herrlich. So. Ich bin mal gespannt, was jetzt zur Ogre kommt. Wahrscheinlich irgendwas mit True Ogre. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht mehr. Kann spannend sein, kann auch wieder mega langweilig sein. Aha. Was sollte mir das jetzt sagen? Schön.
Ja, jetzt stehen sich Ogre und Unknown gegenüber. Vielleicht werden wir dann bei der Sequenz von Unknown was darüber erfahren, was da jetzt genau vorfällt oder vorfallen soll oder sonst was. Ich bin gespannt. So, Roger und Unknown. Jetzt geht's ab hier. Ja, ich werde aber erstmal wieder weiter mit Roger kämpfen, so wie meine Energie mir das erlaubt und dann irgendwann erst zu anderen wechseln. Auch wenn es natürlich wahnsinnig interessant ist, jetzt mit den Boss-Gegnern zu kämpfen. Ich mag es auch, dass die eigentlich alle noch ihre Soundeffekte aus den ersten Teilen haben. Das ist richtig cool. Also gerade dieses von Michelle, das ist wirklich so sehr charakteristisch. So, und To. Hallo! Ich laufe über dich! Okay, wechseln. Es reicht. So, zack. Ah, dieser Geist ist aber auch einfach richtig cool, ne? Der erinnert mich vor allem immer so ein bisschen an Crash 4. An die Elementalen. Gerade an Rocco. Oder nee, nicht an Rocco, an hier. Lolo ist es, glaube ich, ne? Der da so die ganze Zeit wegfliegt. Weil er sieht halt ziemlich ähnlich aus, so. Also er schwebt. Das ist ein Geist, der schwebt. So. Das reicht schon als charakteristisches Merkmal dafür, dass es ähnlich aussieht. Nee, aber der hat auch so die gleiche Farbe und sowas. Wobei das bei Anun ist eher so eine Art Wolfsgeist oder so eine Kacke. So ein richtig mutierter Wolf oder ich weiß es nicht. Ein richtig krankes Ding. Ja, jetzt ist der Lore, genau. Das habe ich mitbekommen. Also sie ist halt auch so ein bisschen wie Mukujin, ne? Immer so ein bisschen die anderen imitieren und sowas vom Kampfstil her. Eine sehr interessante Kämpferin. Ein sehr interessantes Kämpfen ist etwas. Ohne Gender. Na, meine Fresse. Roger, steh auf. Roger. Roger. Das ist aber auch sehr sexistisch. Wo ist denn Roger Z? Das ist er. Frecher. Muss aber irgendwann mal gegen klagen, ne? Das kann wahr sein. So! Die Fresse! Oh, ich hau lieber ab mit meiner auf die Fresse. Reicht hier. Nee, sie macht aber wieder Lore. Hat die generell so oder ist sie jetzt gerade einfach nur Lore-mäßig drauf oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat die so feste Character-Traits von paar verschiedenen Personen. Ich weiß es nicht. Nee, jetzt ist sie Nina. Oder Anna. Ich hoffe eher Nina. Weil Anna. Nee. Nee, leider ist sie Anna. Scheiße. Damit kann ich mit dir nicht viel anfangen. Hau ab. Da muss ich jetzt irgendwie mit Roger durch. Oder auf die nächste Runde warten. Also auf den nächsten Versuch. Auf den Continue. Mit anderen werde ich in dem Versuch jetzt auf jeden Fall nicht reißen. Wenn die Anna amatiert. Genau. Imitiert. Das geht ja gar nicht klar. Anna und Roger. Das ist ja ein Traumduo. Vor allem gegen sowas wie Lay. Ah, super. Hast dir genau den richtigen ausgesucht, Unknown, echt. Ja, so viele gute Charaktere jetzt wählen können. Zum Beispiel wieder den Law. Aber nein, es ist Anna. Der, mit der ich gar nichts drauf habe. Neben June. Das kann gut werden hier. Da ist mit Roger, glaube ich, ganz okay. Aber sonst ist Roger scheiße. Oder ich bin ihm scheiße, muss man eigentlich sagen, aber. Egal. Ich weiß echt nicht, ob ich jetzt danach wirklich irgendwie SpongeBob zocken soll oder vielleicht doch direkt Hyrule Warriors oder ob ich SpongeBob jetzt schon anfange, während Tekken Tag Tournament noch läuft, keine Ahnung. Das Ding ist auch, ich habe gerade nicht so viel Lust auf Animal Crossing tatsächlich. Was eigentlich nur daran liegt, dass ich einen Part aufgenommen hatte, der unglaublich unterhaltsam war und schlecht. Insgesamt unterhaltungswert, den ich auch tatsächlich einfach nicht zeigen möchte, den will ich zusammenschneiden. Und halt, dann will ich natürlich noch ein bisschen mehr Gameplay aus den nächsten Tagen mit reinnehmen und es dann zusammenschneiden. Aber irgendwie habe ich bisher keinen Bock, da offscreen ein bisschen weiter zu spielen und Material quasi zu sammeln dafür. Habe ich gerade ehrlich keine Lust drauf. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich das einfach erstmal pausieren werde. Also so, was heißt pausieren, ne? Da ist halt einfach gerade mal nichts kommt. Oh, ja gut, ist im Endeffekt pausieren, aber jetzt nicht so von wegen. Aha, er bricht das Projekt ab oder sowas Richtung pausieren, ne?
Ich muss auch immer noch Ratchet & Clank 2 Parts hochladen, fällt mir ein. Aus einem Stream von vor über einem Monat, aber egal. Immer noch nicht auseinandergesteckt. Und generell Streams hochladen auch, muss ich auch unbedingt. Ja, aber könnte ich mir halt vorstellen, dass ich dann währenddessen schon mal SpongeBob anfange jetzt, aber dann müsste ich das auch erstmal aufnehmen. Habe ich auch noch nicht getan und auch noch irgendwie nicht vor. Vor allem, weil ich jetzt Shadow Legacy durch habe, wo es dann durchaus wahrscheinlich ist, dass ich da in den nächsten Tagen schon anfange mit Spyro 1, dem Replay. Also ich weiß nicht. Vielleicht kann ich irgendwie mit mir selber... Ui, das war geil. Vereinbaren, dass ich da erstmal SpongeBob mache, aber weiß ich nicht. Ich hätte halt nur einen halben Monat Zeit für Spyro. Und sonst habe ich einfach mal das ganze Projekt schon aufgenommen, bevor es überhaupt angefangen hat. Das wäre auch irgendwie ein bisschen blöd, aber wäre jetzt auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht war es bei Crash 2 genauso. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist doch eigentlich komplett egal. Aber gerade komme ich eigentlich ganz gut auf Roger klar tatsächlich. Das freut mich. Ich finde das bei YouTube jetzt auch echt richtig komisch, bei dem neuen Design. Wenn ich jetzt auf meinen eigenen Kanal gehe, unter Uploads, da sehe ich einfach nur Spyro Shadow Legacy, ne? Aber ich sehe halt, wenn ich jetzt auf Videos gehe, also auf den Reiter oben Videos, warum wechsle ich nicht, sehe ich halt auch ganz normal die Tank Day Tournament Videos, die auch, die durchschnittlichen Views haben. Also ich verstehe auch irgendwie nicht, warum das da nicht in dem Upload-Dings da angezeigt wird. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das kann doch eigentlich nicht irgendwie mit dem Veröffentlichung, mit dem Upload-Datum im Endeffekt zusammenhängen. Weil die sind eigentlich etwa zur selben Zeit hochgeladen worden. Also ist nicht irgendwie das eine vor meiner internetfreien Zeit und das andere danach oder so. Nee, es wurde eigentlich beides im selben Zeitfenster hoch. Deswegen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Überhaupt nicht. Oder wobei erzähle ich gerade. Nee, nee. Doch, ist so richtig. Ich habe das beides danach hochgeladen. Nee, macht für mich keinen Sinn. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. So. Unknown gegen Unknown. Hey ho. Passiert jetzt irgendwas Special-mäßiges? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist eigentlich komplett egal im Spiel. Du sagst einfach, hey, cool. Ich kenne dich doch irgendwo her. Das erinnert mich an diese Bilder aus Zelda Ocarina of Time. Wenn man sein Spiel schon einfach Zelda nimmt. Ne? Und dann begegnet man so Zelda im Schlosshof und die sagt dann so, Zelda, komisch, der Name kommt mir bekannt vor. Der Name klingt irgendwie familiär. Merkwürdig, ne? Naja. Wieso kann ich mich eigentlich so ficken? Hau ab. Ja genau, ich will sie packen, klappt nicht. Ja gut, verstehe ich auch, ich meine, ich habe Boxhandschuhe an, aber... Sie kann das dann natürlich schon. Leck mich doch! Reicht langsam. Das wird, glaube ich, nichts. Ich habe ihn jetzt richtig krass abgehört, aber das tue ich nicht. Außer ich habe eine Menge Glück. Ich lande jetzt einen Mega-Move. Und gewinne nach technischem KO. Glaube ich aber nicht. Ja, komm, das war's. Time-Up, ja. Da haben 15% gefehlt. Schade. Egal. Können wir länger diese tolle Musik genießen? Die wirklich sehr, sehr geil ist. Muss ich mich auch mal wieder drum kümmern für die Stream iTunes Playlist. Da. Fuck it! Haben wieder ein paar Soundtracks runterzuladen. Vor allem mal von Decken. Aber auch noch alte Sachen. Also, was heißt alte Sachen? So Sachen updaten, die ich schon drin habe, zum Beispiel. Mit Cover und Text und sowas. Ja, und sonstige Sachen, die ich auf jeden Fall mal gerne drin hätte. Wo mir spontan wahrscheinlich jetzt nicht so was einfällt. Ja, aber ich habe auch die meisten Crash-Spiele nicht drin. Oder zumindest auch. Also, zumindest keinen vollen Sound. Bitte, ich wollte doch wechseln, du dumme Nutte! Ja, sowas wie, was weiß ich, Transcendity oder sowas, da habe ich ja ein paar Soundtracks, aber eben nicht alle. Auch bei sowas würde ich dann gerne den vollen Soundtrack haben, tatsächlich. Einfach der Vollständigkeit halber. Auch wenn ich vielleicht nicht die meisten Tracks gar nicht so gut finde, beziehungsweise gar nicht jetzt unbedingt drin haben will, aber einfach der Vollständigkeit halber. Muss das sein. Ja, das muss sein.
Och man. Ah, ich bin wieder low. Sehr gut. Dann habe ich jetzt eigentlich schon gewonnen. Ihr Kuni-Schlag hat nicht gesessen. Ich bin doch nicht hier. Wo bin ich denn? Also gut, also sie macht auf jeden Fall. Sie macht auf jeden Fall nicht diesen Ratschlag. Aber sie hat generell geile Moves drauf gerade. Das gefällt mir sehr gut. Ah ne, sie ist Lee. Lee ist sie. Das heißt, ich könnte hier wieder meinen. Nee, wie macht. Nee, okay. Ja, sie kann halt leider nicht alles. Jetzt leck mich doch. Ich werde doch jetzt nicht durch einen technischen K.O. gewinnen müssen. Dankeschön. Geil, aber nicht wahr sein. So, Roger. Das gibt locker wieder nur so einen richtig billigen Einspieler oder wieder so eine Partnersequenz mit Alex. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute, es ist doch ihr. Wobei, war das nicht irgendwas. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, was das war. Ich bin gespannt. Ja, genau. Da habe ich mich gerade noch dran erinnert. Das war tatsächlich so Steinschere Papier, aber mit Yoshimitsu, das wusste ich nicht mehr. Ja, ziemlich interessante, nette, coole Sequenz. Und im Theater haben wir das Grid fast voll. Oh mein Gott, es fehlen hier nur noch. Oh mein Gott, wir haben auch Alex gleichzeitig bekommen. Boah, ist das gut. Ich muss nicht mehr mit Alex durchspielen. Boah, das ist richtig gut. Ich verstehe aber. Ja, wobei. Ja, gut. Ich verstehe schon, warum das passiert. Also bei Tetsujin und Alex wäre es dann halt wahrscheinlich. Das ist quasi einfach nur ein anderes Kostüm. Es ist dieselbe Sequenz, nur halt mit anderen, mit anderem Aussehen, mit anderen Personen dabei im Endeffekt hier. Und Penna und Kuma haben halt wirklich eigenständige Sequenzen. Das ist halt der Unterschied hier. Genauso wie bei Ling Shaoyu vielleicht. Ich weiß es nicht. Und ja, Angel ist natürlich. Ja, das kann man verstehen. Das ist. Ja. Ja. Also Angel ist theoretisch wahrscheinlich auch die gleiche Sequenz, allerdings halt ist nicht nur der Charakter an sich, also Devil und Angel anders, sondern auch der andere Charakter, mit dem die Sequenz zu tun hat. Devil hat ja, glaube ich, den Jin hochgehoben oder sowas. Und Angel macht das Ganze, glaube ich, mit Jun oder irgendwie sowas. Also da sind quasi zwei Kostüme anders. Deswegen ist die Sequenz wohl anders. Ja, keine Ahnung. Beim nächsten Mal würde ich dann auf jeden Fall mit Anon durchspielen und mit, ja, wen nehmen wir denn dazu? Würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den Tiger dazu, ne? Also, bis dahin. Tschüss.